Ich bin heute in Stickman Tower Defense. Ja, Leute, es gibt ein neues Spiel, das sogar mehr oder weniger populär ist. Ich glaube, das hat 1000 Spieler gerade. Das Streichmännchen Tower Defense heißt. In dem können wir erstmal aus der Summon-Region Sachen ziehen. Und yo, es gibt zwei Shops. Einmal einen Gem-Shop und einmal einen Coin-Shop. Und die können wir sogar alle kaufen. Let's go. Machen wir erstmal zwei Summons. Wir kriegen den Swordsman. Das ist der Ankommen, der Trash. Und dann bekommen wir den stinknormalen Stickman. Was will ich damit? Wird auch schön, dass der stinknormale Stickman eine bessere Animation hatte. Das ist crazy. Machen wir dann aber erstmal einen Gem. Summon, wir bekommen den Rogue. Ich glaube, der ist trash. Ihr habt der häufigste Leben, ist hart. Aber Leute, ich wäre ja nicht Victor, wenn ich nicht Pay to Win würde. Nämlich können wir hier erstmal auf Quest drücken, okay? Das ist aber nicht, worauf ich drücken wollte, denn ich wollte erstmal in den Shop gehen und es gibt keine Robux-Unit. Das ist crazy, sage ich ehrlich. Ich hätte jetzt wirklich damit gerechnet, dass erstmal eine Robux-Unit in diesem Spiel existiert. Ich würde dann erstmal sagen, wir holen uns erstmal, bevor wir überhaupt ein Opening machen, alle Luck-Game-Pässe, denn wir wollen natürlich auch erstmal das seltenste aus dem Summon bekommen. Wenn nicht, das wäre doch peinlich. Let's go. Und dort nochmal 700 Robux. Also wirklich, Leute, dafür, dass ich so viele Robux ausgebe, könnt ihr wirklich das Video liken, den Kanal abonnieren. Wirklich. Würde ich nochmal sagen, holen wir uns erstmal für 2400 Robux. 8000 Coins. Ach du meine Güte, das tut jetzt schon so weh. Ich glaube, das sind 4000 Robux, die ich jetzt ausgegeben habe. Das ist crazy. Aber egal, da haben wir die. Es gibt anscheinend Codes im Spiel. Wir können erstmal den Code Tower eingeben. Dann kriegen wir 300 Coins. Den Code Super. Super, da kriegen wir 200 Coins und dann nochmal Welcome. Kriegen wir nochmal 200 Coins. Okay, nehme ich gerne mit. Und dann würde ich erstmal sagen, wir autosellen erstmal den Common, den Rare auch, weil den habe ich schon. Und dann machen wir erstmal weiter. Oh mein Gott, das wird hart, wirklich. 8700 Coins haben wir. Ich möchte kurz ausrechnen, das sind 174 Spins, die wir machen. Das heißt, wir werden zu 100% diesen 4-Sterne-Brief bekommen. Aber ich glaube, den 5-Sterne-Brief vielleicht nicht. Hoffen wir einfach mal, dass wir den auch bekommen werden. Let's go. Der ist gerade auf, ich kann nur ein Ding gleichzeitig öffnen. Okay, doch nicht. Ich kann drei Summons gleichzeitig machen. Das ist gut. Ey, wir haben den Miner. Ich glaube, das ist eine Money-Unit, oder? Ja, Tatsache. Die equippen wir auch direkt. Da würde ich jetzt mal sagen, spinnen wir weiter. Stimmt eigentlich. Eigentlich müsste ich doch bessere Chancen haben, oder nicht? Als das, was wir hier haben. Das sind eigentlich eins zu eins die gleichen Chancen wie vor den Game Pässen. Wisst ihr was? Ich rejoine ganz kurz zur Sicherheit. Oh mein Gott, ich habe den Angel bekommen vor dem Pity. Der Pity resettet sich nicht, okay? Das heißt, wir kriegen gleich wahrscheinlich einen weiteren Angel, ohne dass uns das was bringt. Deswegen würde ich sagen, wir geben einfach mal 99 Robux zum Refreshen aus. Denn ich will nicht nochmal dieselbe Unit bekommen. Immerhin dann eine neue 4-Sterne-Unit. Und jo, warte, nein, der Cleric. Ich habe den gelöscht. Ich wollte gerade sagen, nämlich hier eine neue 3-Sterne-Unit. Und ich habe die einfach gelöscht. Da haben wir erstmal wieder den Cleric. Sehr gut. Equippen wir auch den direkt erstmal. Ich würde sagen, komm, den normalen Stickman nehmen wir nicht mit. Denn wir werden auch immerhin eine weitere 4-Sterne-Unit bekommen. Was? Ich habe den 0,08% Dragon Hunter. Okay, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Sage ich euch ehrlich. Nee, das ist crazy. Also, sag ich ehrlich, das freut mich sehr jetzt. Heißt, wir können tatsächlich noch diesen Bray rauswerfen. Der hat Slash-Damage aber. Ja, komm, egal. Wir werfen den trotzdem weg. Und dann holen wir uns nochmal den 4-Sterne-Bray, den ich noch nicht hatte, mit. Das ist crazy. Da haben wir den Knight vor dem Pity. Ich habe noch 5000 Coins. Hä? Na, das ist wild. Wie viele Coins habe ich bitte gekauft? Ich habe doch 8000 nur gekauft. Ich habe 3000 Coins ausgegeben. Natürlich mache ich die ganze Zeit Autosell und so weiter. Da kriegt man auf jeden Fall ein paar Coins zurück. Ich meine, als Beispiel, ich zahle 150 pro Öffnen. Trotzdem verliere ich dann aber nur, anstelle von 150, nur so 120 und je nachdem, was ich bekomme, vielleicht auch nur so 100 oder sogar unter 100. Das ist ja wirklich wild. Dann würde ich erstmal sagen, schauen wir uns erstmal für den Anfang die Death Desert an. Wir können ja alles Mögliche bekommen. Was ist denn das hier bitte? Ich meine, vielleicht kriegen wir irgendwas davon. Ich glaube, das ist das Equipment, was wir auf unsere Units drauf tun können. Eigentlich eine ganz interessante Idee. Quasi wie Trace aus Gibby Defense, nur in cooler. Okay, da steht 5 Sterne Recommended Hard Modus. Wir machen den Hard Modus. Ich habe nicht umsonst 5 Sterne ausgegeben. Wir machen Autos gibt natürlich an. Und, ach okay, da spawnen die erstmal. Wir töten normale Mitarbeiter aus irgendwie Edeka oder so. Was ist das? Wir fangen erstmal hier mit dem Bre an. Dem Knight. Und oh, wir können uns entscheiden, was wir upgraden. Das heißt, wie bei Bloons, das ist cool. Na gut, okay, der ist aber nicht so stark. Wir passieren erstmal hier einen Moneymaker. Dann ziehen wir hier hinten nochmal den Angel. Und was? Kann den nur normal upgraden auf Level 2 und kein Path aussuchen. Nun, okay. Ich würde sagen, wir passieren erstmal eine zweite Moneymaker. Die kommen schon weit. Macht er aber Piercing-Schaden? Weil irgendwie sieht es nicht so aus. Nee, macht er nicht. Das ist Trash. Ich glaube, da können wir nicht viel helfen, Leute. Wir müssen jetzt erstmal den Dragon Hunter platzieren. Ich hoffe, der macht immer einen AOE-Schaden oder so. Der hat auch nur einen Stab. Ja, der macht auch nur Single-Damage. Das sind halt Attacken. Die sehen nicht aus wie Single-Damage. Warum machen die dann aber nur Single-Damage? Das ist, was ich nicht verstehe. Egal, platzieren wir eine weitere Moneymaker. Nee, wir können nur zwei platzieren, okay. Würde ich sagen, upgraden wir den erstmal. Und den anderen upgraden wir auch einmal. Und sobald wir das gleich können, upgraden wir den Dragon Hunter. Der kostet 940. Das können wir auf jeden Fall erst beim nächsten Spin machen. Ach, der macht
doch erstmal Splash Damage. Das sah nur komisch aus. Ja, gut, okay, dann upgraden wir den erstmal. Wir brauchen jetzt 3200 für sein Upgrade. Das ist crazy viel. Und wir können nur einen von ihm platzieren. Oh, naja. Weil der ist trotzdem gut, auch wenn wir nur einen von ihm platzieren können. Aber 3200 sind viel. Was macht denn der Cleric? Die attackiert nicht, also heilt die sehr wahrscheinlich unseren Dragon Hunter, falls er eben gestunt wird. Oder vielleicht boostet sie ihn auch. Das kann auch sein. Wir brauchen jetzt 3200. Das ist halt extrem viel. Deswegen würde ich sagen, wir upgraden einfach mal den Angel. Gönnen uns erstmal das Angel Upgrade. Das sollte schon hinhauen. Warum macht die denn eigentlich keinen Piercing-Schaden? Die macht nur Single-Damage. Das gefällt mir nicht. Der kommt aber sehr weit. Warum greifst du den nicht an? Oh, das ist nur ein Ding, was vom Cleric angegriffen werden kann. Das ist crazy. Jetzt kommen wir upgraden erstmal unseren Dragon Hunter, ja? Platzieren hier erstmal den Knight. Holen uns erstmal den Knight Defender. Ich glaube, das war eine dumme Idee, hätte ich gesagt. Macht gar keinen Schaden. Oh, nee, die werden sowas von durchkommen tatsächlich. Oh, nein. Okay, wir platzieren hier hinten nochmal einen weiteren Knight. Können wir nicht? Können wir hier die platzieren? Können wir auch nicht? Wir haben verkackt. Wir können den Typen platzieren, aber der macht keinen Schaden. Ja, okay, der Knight macht aber einen okayen Job. Der ist jetzt nicht wirklich wild, aber der ist ganz okay. Und was? Wir haben verloren. Wir haben nur ein Leben. Okay, das ist crazy. Wir müssen das nochmal probieren. Diesmal aber ein bisschen einfacher. Komm, wir nehmen mal diesmal den schweren Modus und nicht direkt hart. Vielleicht brauche ich auch erstmal eine dieser Upgrades, damit ich auch so weit komme. Dann probieren wir es einfach jetzt nochmal. Ich würde sagen, wir fangen diesmal mit dem Angel an. Wir haben 44 Leben. Angel macht 9 Schaden. Und vielleicht hätten wir doch erstmal mit dem Knight anfangen sollen. Das wäre vielleicht eine schlauere Idee gewesen. Und wir können sogar noch ein Knight hier platzieren. Das ist ja bombastisch. Ja, die kriegen das noch gerade so hin. Das ist okay. Wir platzieren jetzt erstmal eine Moneymaker-Unit. Und okay, einer kam durch. Aber egal, um den mache ich mir sowieso keinen Kopf. Denn wir platzieren einfach wie gerade eben hier hinten erstmal, sobald die Runde geskippt wird, den guten alten Dragon Hunter. Der wird sich darum schon kümmern. Keine Angst. Und ich würde schon sagen, der Dragon Hunter macht einen guten Job. Wir müssen den auf jeden Fall upgraden, denn dann macht er 80 Schaden pro Schlag. Was wir jetzt sogar machen können, let's go. Das ist auf jeden Fall sehr viel besser. Ich würde sagen, wir platzieren jetzt schon mal einen Cleric neben ihm. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die macht, sage ich ehrlich. Die schlägt halt nicht jeden Gegner, habe ich das Gefühl, sondern nur irgendwie spezielle Gegner vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber egal, evolven wir erstmal unseren Miner. Und mir fällt gerade auf, der macht tatsächlich Slash Damage. Also ist der Knight sogar ganz gut, währenddessen die Angel irgendwie Trash ist. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich habe das Gefühl, dass wirklich der Angel Trash ist. Aber egal. Wir platzieren einfach deswegen hier vorne einen weiteren Knight. Und uns erstmal den Knight Defender oder Knight Slayer. Ich weiß halt nicht, was davon besser ist. Wir können diesmal einfach Knight Slayer probieren. Wird schon funktionieren. Dann upgraden wir den Dragon Hunter nochmal. Und nein, die kommen durch. Wir haben diesmal 300 Leben. Das heißt, diesmal ist es nicht so schlimm, wenn jetzt irgendwie zwei von denen durchkommen. Aber ich will die trotzdem nicht durchlassen. Deswegen hier erstmal ein Angel. Und yo, das sehe ich jetzt erst. Angel ist wirklich stark. Aber erst sobald man den Angel upgradet. Schau euch das erstmal an. Wir können erstmal Angel hier vorne platzieren. Dann erstmal upgraden. Evolven. Jetzt macht er erstmal 70 Schaden pro Schlag, was eigentlich nicht so wild ist. Im Vergleich zum Dragon Hunter, aber an sich ziemlich nice ist. Dragon Hunter ist natürlich auch viel seltener, deswegen ist er sowieso besser. Den nochmal upgraden, leider noch nicht evolven, dafür bin ich noch pleite. Aber jetzt haben wir sie gemaxt. Die macht 126 Schaden pro Schlag. Oh, das mit Slash. Das ist ja voll gut. Jetzt kommen wir maxen nochmal kurz die Miner hier hinten. Und ich muss wirklich sagen, Angel ist gut. Aber nicht am Anfang. Wirklich erst, sobald man sie upgradet. Wir können auch erstmal weitermachen mit dem Cleric. Wir können Cleric Light und Cleric Life holen. Ich würde sagen, wir holen Cleric Life, weil Cleric Light bedeutet wahrscheinlich, dass sie einfach mehr Range hat. Aber die ist teurer. Wisst ihr was? Wir nehmen den teuren Weg. 7800 Dollar. Boah, aber ich bin noch nicht reich. Wir hätten vielleicht uns doch den billigeren Weg holen sollen. Aber egal. Es wird schon gut gehen. Wir haben den Dragon Hunter. Let's go. Wir upgraden den. Und 16.000 für seinen Max. Okay, das ist wirklich crazy. Sag ich so, wie es ist. 16.000 ist wild. Wir müssen jetzt wirklich unsere Miner upgraden, wobei sich das nicht mal lohnt. Wenn wir 4.000 ausgeben und 800 pro Runde mehr bekommen, bedeutet das, dass wir alleine 5 Runden warten müssen, bis er sich quasi selbst bezahlt. Heißt, wir würden nur Geld verschwenden. Und da sind irgendwelche Mr. Krabs, die durchgelassen werden? Warum wird Mr. Krabs durchgelassen? Was ist das für ein Müll? Dann platziere ich hier hinten wohl doch einen Knight einfach mal. Knight Slayer, let's go. Upgraden wir den so gut es geht. Jetzt haben wir den sogar gemaxt. Der macht 160 Schaden mit eben Slash. Ja, okay. Immerhin sterben wir jetzt nicht. Boah, aber wirklich das Dragon Hunter Max Upgrade. Weil langsam wird's kritisch. Wir haben gerade echt gut Geld gewastet, indem wir den Knight Slayer gemaxt haben. Was wieder Mr. Krabs, der durchkommt? Was soll ich dagegen tun? Ich kann dagegen nichts machen. Könnte ihn jetzt hier vorne maxen. Das bringt aber nichts. Ich muss den hier hinten nochmal platzieren. In einer schlechteren Position. Kann den auch nicht maxen. Wieso verlieren wir? Was ist das für ein Müll? Ich werde hier einfach gescammt. Ich meine, wir kriegen die immer noch hin. Noch.
Doch. Na, okay. Nee, daraus wird nichts. Daraus wird nichts. Verkaufen den. Platzieren ich hier nochmal neu. Versuchen den so gut es geht zu maxen. Verkaufen jetzt erstmal die Moneymaker schnell. Und ich krieg trotzdem nicht genug Geld. Wisst ihr was? Wir verkaufen den Night Slayer. Ja, komm, wir verkaufen den Night Slayer. Und maxen jetzt erstmal den Dragon Hunter. Und platzieren jetzt nochmal den Night Slayer durch. Ey, das ist wirklich so kreuz und quer. 40.000 Leben. Wie soll ich 40.000 Leben bei einem Boss Schaden machen? Wie soll das gehen? Ich bin pleite. Wie stellen die sich das vor? Also wirklich, auch wenn ich schon richtig fett reingepayt habe, ist das nicht so einfach. Und yo, ich sehe gerade, der Cleric ist sogar wirklich gut, denn sobald man sie upgradet, macht die Blast Damage mit einer guten Range. Macht die deswegen so wenig Schaden und kostet deswegen so viel. Die ist tatsächlich besser, als ich dachte, aber ich bin pleite. Ich habe kein Geld für sie. Leider Gottes. Können auch nichts anderes jetzt machen, als erstmal einen neuen IT hier hinten platzieren. Es geht halt wirklich nicht anders. Mir fehlt halt wirklich das Geld. Eieiei. Ja, ich glaube, den Boss kriegen wir nicht hin. 40.000 Leben sind ein bisschen viel. Ich glaube, die Gegner kriegen wir halt wirklich noch hin, weil die sehen ziemlich easy aus, sage ich ehrlich. Aber der Boss wird hart. Der wird wirklich hart. Nein, der lässt den einfach durchlaufen. Oh mein Gott, warum hat er den durchlaufen, dass der jetzt haben wir wieder verloren? Weil ich einfach gescammt wurde. Also die KI von den Türmen ist ja wirklich dumm. Die lässt einfach teilweise die Vordersten durch. Das ist fetter Scam. Ja gut, dann spiele ich wohl den Medium-Modus durch. Okay, ich habe jetzt erstmal eine Runde gespielt und wir können jetzt erstmal Blade gönnen. Damit kriegen wir 20 slash mehr. Ich meine, nehme ich an, das sind, glaube ich, 20 Schaden mehr. 20% Schaden. Was schon mal sehr gut sein wird. Wir werden noch erstmal, sobald dieser Countdown... Wisst ihr was? Nee, wir machen das jetzt. Ich wollte gerade sagen, wir warten aber, bis der Countdown vorbei ist. Und erstmal die Units refreshed sind. Aber ich habe keinen Bock zu warten. Let's go. Warte, bin ich blöd? Der Dragon Hunter ist der einzige 5-Sterne-Typ. Ich meine, okay. Das heißt, es gibt zwei 5-Sterne-Typen. Einmal so einer mit Gems. Und das ist auch der gleiche. Es gibt nur einen 5-Sterne-Typ. Und ich komme dann bald ein Update, weil ich habe jetzt 6.700 Gems zu viel. Aber gucken wir mal, ob wir erstmal den 4-Sterne-Typen ziehen werden. Ja, müssen wir. Nee, das ist aber wirklich crazy, dass es nur einen 5-Sterne-Typen gibt. Und da haben wir erstmal den Devil bekommen. Let's go. Das ging auch ziemlich schnell. Equippen wir den. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die zweite Map im Spiel an, nämlich die Magic City. Wir wählen diesmal, boah, ich würde sagen, tatsächlich difficult. Nein, ich habe gar nichts ausgewählt. Wir sind im Easy-Mode. Dann spielen wir wohl Easy-Mode. Ich würde sagen, wir platzieren auch erstmal unsere Units hier hinten hin. Da ich das eh ewig brauchen, bis sie überhaupt hierher kommen, haben wir schon mal ein bisschen Zeit, um erstmal unsere Money-Unit zu platzieren. Und dann erstmal, ich würde sogar mit dem Devil anfangen, sage ich ehrlich. Ich weiß nicht, ob der so gut ist. Der macht auch Slash-Schaden. Das heißt, wahrscheinlich Piercing. Hoffen wir einfach mal. Ich muss auf jeden Fall sagen, die Map sieht jetzt nicht so gut aus, ne? Sieht ganz okay aus, aber so wild ist jetzt echt nicht. So muss ich ehrlich sagen. Ich muss sagen, der Devil ist bisher ziemlich gut. Das Problem ist halt auch, wir verdienen kaum Geld, weil wir eben so einen einfachen Modus genommen haben. Ich würde sagen, wir upgraden erstmal zum Devil Conqueror. Und Tatsache, der macht mehreren Leuten gleichzeitig Schaden. Der ist gut. Und das glaube ich sogar von Anfang an. Wir kommen aber langsam ein bisschen weit. Das heißt, wir platzieren erstmal unseren 5-Sterne-Bree, der erstmal einen Enchant hat, beziehungsweise Equipment hat. Und tatsächlich, ich glaube, der macht einfach wirklich nur ein bisschen mehr Schaden. Hatten wir nicht so viel Glück mit dem Equipment. Aber gut, okay, was erwarte ich auch? Wir spielen gerade den verdammten Easy-Mode. Natürlich ist er einfach. Sehen wir da nochmal den zweiten Devil und schauen uns erstmal den Devil der Part an. Und yo, das sieht ja hier viel cooler aus. Ding ist aber, der schlägt auch viel seltener, dafür aber mit mehr Schaden. Aber im Grunde macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Ich glaube, beide sind trotzdem gleich stark. Wenn nicht, das wäre sehr komisch tatsächlich. Und nein, der Devil der macht tatsächlich weniger Schaden als der Devil Conqueror. Warum? Die haben beide die gleiche Range, aber machen unterschiedlich Schaden. Warum ist der Devil Conqueror besser? Das macht wirklich keinen Sinn. Yo, was ist das für ein wunderschöner Boss? Sieht aus wie Deadpool, aber in Buff. Das ist crazy. Aber obwohl wir nur im Easy-Mode sind, hat er trotzdem 12.000 Leben. Das ist viel. Ey, und ich habe diesmal sogar einen 2-Sterne-Buff bekommen. Was macht der denn? Das würde mich jetzt interessieren. Meteor. Oh, der bufft Blunt. Okay, das habe ich nicht mit dem. Da brauche ich erstmal eine Blunt-Unit. Wer ist es? Der Cleric. Okay. Hast du hier den Meteor? Machst jetzt 40% anscheinend mehr Schaden. Dann gehen wir aber erstmal zur letzten Map, die hier ist. Nämlich dem Devil's Forest. Let's go, rein da. Diesmal wählen wir wirklich difficult aus. Weil langsam reicht es mir. Ich will natürlich auch eine gute Chance auf erstmal diese 0,3%-Dinger haben. Die hier hinten beim Easy-Mod sogar nur 0,25 sind. Was gar nicht mal so viel weniger ist, sag ich ehrlich. Aber die Map ist auch nicht das Wahre. Also das Spiel ist jetzt nicht das Schönste. Sage ich wirklich ehrlich. Und hier haben wir einfach einen verdammten Drachen als Boss. Das ist crazy. Und irgendwie dreiköpfige Noobs. Das ist wild. Mal gucken, ob wir diesen Boss diesmal hochnehmen werden. Jetzt muss es doch tatsächlich sein. Wenn wir den jetzt nicht hochnehmen, dann heul ich. Was macht hier eine verdammte... Ich würde gar Taube sagen, aber das ist doch keine Taube. Was ist denn das hier für ein hässliches Vieh? Das ist crazy. Ey, und an der Stelle haben wir den Difficult-Modus gewonnen.
1000 Coins, das ist crazy. Wie viele Coins man von Haus aus verdient? Ich hätte nicht mal Pay to Win müssen. Das Spiel ist von Haus aus Free to Play. Ich hätte mir wirklich mit erstmal dem Geld Gems kaufen sollen, sage ich ehrlich. Aber in 3 Minuten können wir gleich erstmal wieder spinnen. Vielleicht gibt es doch, bitte gibt es erstmal einen weiteren 5-Sterne-Typen. Denn ich meine, das Spiel ist echt nicht groß, sage ich ehrlich. Ich meine, es ist auch erst in der Beta. Es gibt hier sogar den Index, wo wir sehen und oh nein, es gibt wirklich nur einen. Es gibt hier jetzt noch einen Ankommen, den wir bekommen können. Erstmal einen Rare und dann nochmal einen Epic. Aber das war's. Oh mein Gott. Gut, Leute, an der Stelle würde ich sagen, schaut euch dieses Video an, wo ich alle Fake-Tony-Fans-Spiele ausgetestet habe, um herauszufinden, welches das Beste ist. Ansonsten, Leute, bleibt stark und ciao.